Solltest du lieber deine Schulden zurückzahlen oder das Geld nicht lieber investieren? Diese Frage stellen sich vermutlich einige, die sich mit dem Thema Investieren auseinandersetzen, aber noch die eine oder andere Schuld offen haben. Wenn du deine Schulden zurückzahlst, bekommst du deine Unabhängigkeit zurück und musst keine Zinsen mehr bezahlen. Allerdings könntest du das Geld auch dafür verwenden, um mehr Geld zu verdienen und bei einer guten Anlagemöglichkeit einzusteigen. In kurz lässt es sich wie immer beantworten. Es kommt ganz darauf an, wie die Situation ist. Gehen wir davon aus, dass die Schulden tragbar sind. Das bedeutet, dass die Schulden zahlbar sind, ohne dafür Insolvenz anmelden zu müssen. Um dafür zu sorgen, dass wir das Risiko minimieren, in einen finanziellen Albtraum zu fallen, muss als allererstes ein Notfallgroschen her. Der Notfallgroschen ist typischerweise 3 bis 6 Monatslöhne groß und soll auf einem liquiden Konto, also einem Ort, an dem du schnell an das Geld kommst, angespart werden. Dieses Geld soll weder Zinsen generieren, noch soll es investiert werden. Es dient dazu, den nächsten Notfall decken zu können. Denn es ist keine Frage, ob es einen Notfall geben wird, sondern wann es einen geben wird. Wenn du dann kein bares Geld zur Hand hast, weil du deine Schulden maximal zurückzahlen wolltest, wirst du gezwungen, noch mehr Schulden aufzunehmen. Bevor wir also die Frage wirklich beantworten, sprechen wir kurz darüber, was Schulden auslösen können. Regelmäßige Zinszahlungen und Rechnungen erhöhen den Stresslevel ungemein. Jeden Monat muss bezahlt werden und jeden Monat wird das Budget eingeschränkt. Finanzieller Stress gilt als einer der Hauptgründe für Scheidungen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Der Druck, der dadurch entsteht, wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche wie der Gesundheit, Freundschaften, Schlaf und der Partnerschaft aus. Keine finanziellen Verpflichtungen zu haben, hat also einen sehr großen Einfluss auf die Zufriedenheit und Lebensqualität. Investitionen kannst du bei Bedarf wieder verkaufen, aber Schulden musst du begleichen. Als nächstes ist es wichtig zu identifizieren, um welche Art von Schulden es sich handelt. Bei Konsumschulden und Kreditkartenschulden sind die Verzugszinsen unverhältnismäßig hoch. Zwischen 10% und 15% ist hier ganz normal. Das ist mehr, als du bei einer Investition reinholen würdest. Am Aktienmarkt zum Beispiel darfst du mit einem langfristigen Horizont irgendwo zwischen 5% und 10% Rendite erwarten. Warum sollte man also Schulden behalten, um zu investieren? So hohe Gewinne sind auf lange Sicht unmöglich zu erreichen. Was beim Investieren hinzukommt, ist das Risiko. Egal welche Anlage du beliebäugelst, sei es eine Immobilie, Aktien, ETFs oder Krypto, es gibt immer das Risiko, Geld zu verlieren. Je nach Investition ist dieses mal höher oder mal tiefer, aber es ist immer da. Beim Zurückzahlen von Schulden hast du aber einen garantierten Gewinn. Und zwar musst du weniger zurückzahlen. Es macht also durchaus Sinn, nachdem man seinen Notgroschen angespart hat, sich zuerst um seine Schulden zu kümmern. Dabei sollte man nebst der Schuldenart auch die Höhe der Schulden berücksichtigen. Tiefe Schulden haben üblicherweise höhere Zinsen, wie zum Beispiel bei Privatkrediten oder bei Kreditkarten. Diese müssen als erstes beglichen werden. Danach kann man sich um weitere Arten wie zum Beispiel eine Hypothek kümmern. Kreditkartenschulden und Privatkredite sollten also auf jeden Fall beglichen sein, bevor man sich zum Investieren Gedanken macht. Bei Hypotheken aber muss man abwägen, was sinnvoll ist und ob die Hypothek überhaupt zurückgezahlt werden soll. Hier lassen sich Schuldentilgung und Investieren wunderbar kombinieren. Sobald du die teuren Schulden beglichen hast, wäre das ideal, dass du zwischen 10% und 15% deines Einkommens sparen oder investieren kannst. Je mehr, desto besser, aber bring dich dadurch nicht in finanzielle Schwierigkeiten. Unter dem Strich lässt sich sagen, zahle erst deine Konsumschulden ab, bevor du dich ans Investieren machst. Finanziell wirst du langfristig ähnliche Resultate erzielen, aber immerhin schonst du dich und deine Gesundheit, wenn du deinen finanziellen Stress minimieren kannst.